Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Karnises TV, herzlich willkommen. Jetzt kommen wir zu der entscheidenden Stelle, die wir dann auch oft im Gottesdienst hören, nämlich, dass Paulus jetzt zu sprechen kommt auf die Eucharistiefeier, die nach dem Come-Together mit den paar Kleinigkeiten, die vorbereitet sind, dann den eigentlichen Sinn des Zusammenkommens ausmacht. Ich lese es erstmal in der Einheitsübersetzung vor, der ich im Wesentlichen ja auch folge hier. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So, diese Stelle ist Ihnen allen bekannt. Das haben Sie 100 oder 1000 Mal vielleicht sogar schon gehört in den Gottesdiensten. Es ist die früheste erhaltene Erinnerung an das letzte Abendmahl, die wir haben. Sie ist im Text sehr dem Lukas-Evangelium nahe, näher als dem Matthäus- und dem Markus-Evangelium, woraus wir schließen, dass Lukas ein Paulus-Schüler war. Ich möchte hier einige Dinge nennen, die mir auffallen. Das erste ist, ich habe empfangen, was ich euch überliefert habe. Hier bezieht sich Paulus darauf, dass er etwas empfangen hat, eine Tradition empfangen hat. Von wem hat er es bekommen? In diesem Falle nicht durch eine direkte charismatische Erfahrung, die er mit dem Auferstandenen gemacht hat, so wie in Damaskus, sondern, so muss man da ja ausgehen, von denen, die vor ihm Christen waren in Jerusalem und schon sehr früh angefangen haben, dieses Gedächtnis zu feiern. Das ist also eine Gedächtnisfeier. Das Zweite, was mir auffällt, das ist in der Nacht, als er in den Tod überliefert wurde. Die Rolle des Todes bei diesem Gedenken ist ja so wichtig. An anderer Stelle heißt es ja später, wenn ihr das tut, verkündet ihr den Tod des Herrn. Dazu könnte ich jetzt schon ganz viel sagen. Das lasse ich jetzt mal beiseite und bleibe bei dem entscheidenden Punkt. In der Nacht, als er in den Tod überliefert wurde. Man könnte auch übersetzen, als er sich in den Tod hingab. Mir scheint dieses Doppelspiel, das man im Deutschen so nicht nachmachen kann, wichtig, weil der Tod Jesu ja nicht einfach nur ein erlittener, böser Tod ist von Personen, die ihn verraten haben und ans Kreuz genagelt haben. Das ist er auch, ein in diesem Sinne böser Tod, sondern Jesus hat ja diesen Tod als Preis für sein Engagement sozusagen bekommen, für seine Sendung, nämlich ein radikales Leben in der Nächstenliebe und in der Gottesliebe, wie er es verstanden hat. Und insofern ist sein Tod Ausdruck auch seiner Lebenshingabe. So wie sich Geschwister Scholl im Widerstand gegen die Nazis ihr Leben hingegeben haben und nicht einfach nur ermordet worden sind. Alfred Delp, der Jesuitenpater, den wir ja hier auch in Berlin besonders im Gedächtnis haben und auch hier in diesem Jesuitenhaus, hat einmal gesagt, wir werden geopfert, nicht erschlagen. Ist auch so etwas. Das hat etwas mit dieser Hingabe zu tun. Ja, und das Dritte ist, was mir wichtig ist, warum verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt? Was ist denn mit diesem bis er kommt gemeint? Also man hört es ja meistens mit dem Ohr, ja, bis er dann beim jüngsten Tag eines Tages kommt. Also wir verkünden den Tod des Herrn durch die Eucharistiefeier, bis er kommt. Wann, wissen wir nicht. Mich hat das immer ein bisschen gestört. Nun will ich das gar nicht ausschließen, dass es dieses letzte Kommen des Herrn gibt. Aber wir verkünden doch den Tod des Herrn, bis er kommt. Und dann denke ich an so eine Geschichte wie das Emmaus-Evangelium, das ich schon im Blick hatte, als ich den Lukas erwähnte, wo ja
die Jünger zusammensitzen und miteinander essen und trinken und dann kommt der Herr und sagt, Friede sei mit euch. Also dann ist der Auferstandene plötzlich da. Es gibt also in diesem gemeinsamen Essen und Trinken, das im Gedenken an Jesu Tod, an Jesu Lebenshingabe, an Jesu Liebe stattfindet, den Moment, an dem dann der Auferstandene hinzutritt und sagt, Friede sei mit euch. So steht es ja auch in den Auferstehungsberichten. Ich finde, dass etwas davon mitschwingt, bei diesem Bis er kommt. Haltet euch bereit, wenn ihr Eucharistie feiert, dass der Herr dann auch kommt. Und dann ist auch der Zusammenhang da. Verhaltet euch auch so, dass ihr euch darauf einstellt. Wenn ihr einfach nur miteinander esst und trinkt und Klicken bildet, dann werdet ihr auch nicht merken, wenn der Herr kommt und sagt, Friede sei mit euch, wenn ihr diesen Frieden nicht plötzlich spürt. Bis er kommt, das bedeutet ja auch immer, man hat den Auferstandenen nicht im Griff. In dem Moment, wo sie den Auferstandenen erkennen, heißt es in der Emmaus-Geschichte, ist er ihren Augen schon wieder entschwunden. Aber dann heißt es, brannte uns nicht das Herz, als er mit uns redete. Und so kann ja auch eine Eucharistiefeier so sein, dass man dann am Ende rausgeht und sagt, brannte uns nicht das Herz. Und dann war er eben auch schon da. Schon und noch nicht. Diese Spannung gehört zusammen. Ich lege lieber die Betonung auf das Schon als auf das Noch nicht, wenn es um die Eucharistiefeier geht. Wofür können wir also bitten? Bitten wir darum, dass wir, wenn wir heute Abend oder am nächsten Sonntag zum Gottesdienst gehen, um diese Haltung. Es könnte sein, dass ich, wenn ich aufmerksam bin, etwas von dem spüre, wo dann mein Herz anfängt zu brennen. Dass ich also die Liebe Christi spüre. Und wie könnt ihr das Gedächtnis an der Liebe feiern und euch zugleich dann lieblos verhalten? Geht gar nicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.